Hello, Andreas. Okay. So wir sind schon lange bekannt. Ja, und erzähl mal bitte in Kürze. Wir haben angefangen so ungefähr vor 2 Jahren, 18 Monate, glaube ich. Ja, 2019 war das, im Oktober, November. November, ja. Und bitte erzähl ganz kurz deine Geschichte. Wann denkst du, war die Infektion? Wann hast du Borreliose bekommen? Wo denkst du, wo hat es passiert? Also die ersten Symptome habe ich 2009 bekommen. Also das war so ganz plötzlich. Ich hatte plötzlich so unerwartet Herzrasen in Ruhezustand. Dann wurde ich im Krankenhaus eingeliefert, wurde alles gecheckt, also wurde nichts gefunden. Also mit der Zeit wurde das immer mehr und mehr mit dem Symptom. Also hat das angefangen, dann weiter mit plötzlichen Panikattacken, dann Schmerzen am Rückenbereich, so in Wirbelsäule. Ja. Dann wurde noch schlimmer. Ich hatte dann Schlafstörungen, hier diese ganze Nervosität, also kam dann ins Spiel. Ja, es wird von Jahr zu Jahr immer also mehr und mehr. Also ja. Danach die Schmerzen im linken Knie, also von Innenseite. Also das war so Schmerz, die kamen und geht. Also so in die Richtung. Ja, und also wurde mir diese Diagnose mit Borreliose erst in 2019, nach 10 Jahren. 10 Jahre, ja, 10 Jahre ohne Diagnose. Also wurde festgestellt, dass ich Borreliose habe. Und was für Therapieangebote hattest du? Was es gibt, es war verschiedene Ideen, ja, was kann man tun? Also mir wurde angeboten, also entweder mit Antibiotika, also zwei verschiedene Antibiotika verwenden. Also, aber ich habe erstmal nach Alternativen gesucht. Also das. Und dann wurde mir noch angeboten Fiebertherapie. Ja, also die beiden Methoden, also wurde mir angeboten. Also, ja. Und du hast doch nach meiner Methode hat sich interessiert. Ja, wie hattest du gefunden, meine Methode? Ich habe ein Rolit im Internet gesehen. Da wurden sie über Borreliose also geklärt, also besprochen wurde mit einem Kollegen. Und das hat mich fasziniert. Also ich habe auch für diese Methode, schonende Methode, entschieden. Also mehr informiert, also in Verbindung mit sie gesetzt. Und, ja. So kam es zu dieser Methode. Ja. Ja, gut. Und dann, du kamst nach Mallorca in November so 2019. Wir haben angefangen und ich denke, du warst so ungefähr 2 Wochen bei mir, ja? Ja. 2 Wochen. Und in diesen 2 Wochen schon die erste Verbesserung war ganz deutlich klar. Ja. Ja, schon nach ersten Sitzungen. Und wir haben eigentlich nur hypoxische Training gemacht, nichts anderes. Genau. Ja. Was hat geändert? Welche Symptome sind total verschwunden und welche bleiben noch? Also ganz wichtig, also diese plötzliche Herzrasen und ja, also Herzgeschwindigkeit, also hat sich normalisiert. Also dann, also Schlafstörungen sind komplett verschwunden. Also ich schlafe jetzt Nacht durch und ja, ist wunderbar. Also diese Nervosität, also diese
ist auch verschwunden. Was geblieben ist, manchmal, also sehr, sehr selten, also diese Schmerzen im Knie, also ist noch vorhanden, ja. Ja. Also ich hatte auch damals schwere auf dem Haut solche Furunkulose oder wie das heißt, gehabt. Also als ich mit dieser Methode Hypoxie angefangen bin, dann ist das auch also sehr, sehr gut geworden, also viel besser. Also. Die Haut sich verbessert. Und also ich wollte was sagen, dass ich in diesem Zeitraum sehr anfällig war an grippalen Infekten, solche Sachen. Also im Laufe dieser 2 Jahre habe ich über das komplett vergessen. Also gab es vielleicht ein paar Mal, aber die sind sehr, sehr schnell verschwunden nach 2 Tagen. Also war ich sehr gut gewesen. Ja, gut, ja, super. Und hattest du noch einige Komplementärmethoden angewendet? So Kräuter oder was noch zur Alternativmedizin? Kräutermischungen und wie heißt diese Wort? Montilo, also die hilft das, die Produkten von Bakterien auszuscheiden aus dem Körper. Okay, sehr gut. Also nur biologische Methoden, keine Antibiotika, keine schweren Medikamente. Ja, sehr gut, Andreas. Und was kannst du insgesamt sagen über meine Therapie als mit deiner Erfahrung? Und du machst es weiter, ja? Wie oft machst du hypoxische Training jetzt? Ich bin sehr zufrieden, also ich werde das jedem empfehlen. Also in paar Monaten, also im halben Jahr würde ich das nochmal testen. Also wie sieht das aus mit dem Borreliose bei mir? Aber ich finde, dass die Methode sehr, sehr, sehr gut. Also nicht nur in meinem Fall zum Beispiel Borreliose oder so, oder allgemein, also das trainiert, das spüre ich das selber, dass nach diesen 2 Jahren bin ich fitter geworden, also Arbeitsfähigkeit also steigt. Also ich bin sehr zufrieden. Okay, vielen Dank, Andreas. Na, deine Laborwerte haben sich drastisch verbessert. Ja, das habe ich, ja, deine Resultate. Also, dann perfekto. Mach es bitte weiter und deine Gesundheit kann immer bleiben auf ganz höherem Niveau und alles, alles wird noch besser. Okay, vielen Dank, Andreas. Danke, vielmals. Danke. Danke, tschüss. Tschüss.